Guten Morgen, Freunde. Wie ihr seht, ist es noch ultra dunkel hier. Ich gehe heute wandern, und zwar in den Harz. Und wir haben vor, zum Brocken zu laufen. Und ich dachte mir, ich habe Bock drauf. Ich nehme einfach die Cam mit. Es wird kein super special, krasses, aufregendes Video sein. Wir werden keine 100 Kilometer laufen. Wir werden auch nicht ins Wasser springen und Eisbaden machen. Ich habe aber einfach Bock drauf, die Kamera mitzunehmen und das festzuhalten. Und deswegen tue ich das. Es ist November und nein, stimmt gar nicht. Es ist Dezember. Ich glaube, dass die Steigung relativ stark ist. Das heißt, man wird schon so ein bisschen ins Schwitzen kommen. Deswegen werde ich auf Zwiebellook gehen. Ich habe halt ein bisschen Angst, wenn man oben beim Brocken ist, dass es dort halt sehr kalt ist. Also dort wird es halt kalt, windig sein und wenn man sich dann nicht mehr bewegt, dass man halt schnell auskühlt. Ich weiß es nicht. Der Struggle ist real, Freunde. Endlich wieder raus, ne? Ich habe so den Drang rauszugehen, einfach Dinge zu erleben, was Neues zu erleben, Abenteuer zu erleben und dazu zählen auch so kleine Wanderungen, Freunde. Das ist, fühlt euch inspiriert, geht raus, macht einfach mal so kleine Touren. Das sind ja 10 Kilometer mit relativ starken Höhenmeter. Freunde, das ist das Frühstück. Es geht los. Und gleich im Laufen zeige ich euch, was ich anhabe. Ich bin nämlich auf Zwiebellook gegangen. Jetzt mal. Da ist ein Kletterpark. Was? Eine Frage. Was? Müssen wir den Klopper mitnehmen? Da ist mein Geld drin. Ja, brauchen wir ja nicht. Reicht ja, wenn einer Geld mitnimmt, oder? Bezahlst du? Ja, wenn nur einer mit Geld mitnimmt, dann kann nur einer bezahlen, oder? So läuft das, Freunde. Ich bin jetzt schon mal angezogen und ich muss die ganze Zeit warten. Deswegen erzähle ich euch jetzt, was ich anhabe. Also, ich habe meine Wanderschuhe an von Lowa. Dann habe ich meine Revolution Race Hose an. Unten drunter habe ich ein Longsleeve an aus Wolle. Vielleicht sogar Schurwolle. Und darüber habe ich ein Wollpullover an. Darüber habe ich von Revolution Race so eine. Was ist denn das für eine Jacke? Was ist das für eine Jacke? So eine wärmende Jacke auf jeden Fall an. Darüber meine Regenjacke. Dann habe ich zwei Loop-Schals plus die Mütze. Und dann habe ich noch Handschuhe. Und ich hoffe, dass ich damit nicht friere und wenn mir warm ist, ziehe ich mich halt aus. So, nach 3 Stunden Packen geht es jetzt endlich los. Und wisst ihr, was ich gelernt habe? Dreh dich, dreh dich! Guck mal, damit man das Gebammel nicht hat, wenn man es nicht nutzt. Einfach hinten zusammen machen. Eigentlich schlau. Wir sind schon 10 Meter gelaufen. Aber würde ich sagen, kann man schon auch erstmal eine Pause machen, oder? Ist halt auch anstrengend, so eine Wanderung. Nicht Spaß. Also, es sind heute ungefähr 2 Grad oder so. Da oben ist es auf jeden Fall minus 6 Grad und fühlt sich wohl an wie minus 12 Grad aufgrund des Windes. Und ich hoffe, dass ich da oben Schnee sehe. Ich würde mich sehr drüber freuen. Der Himmel ist blau und die Sonne scheint. Aber es ist schon recht frisch. Also, habe ich schon gesagt, wo es hingeht. Wir gehen auf jeden Fall den Heinrich-Heine-Weg zum Brocken hoch. Yes. Oh, da würde ich gerne wohnen. Das sieht gemütlich aus. Kannst ein schönes Gemüsebeet anpflanzen, weil bei mir auch Kakteen überleben. Zum Samstagabend möchte ich euch dieses Trauerspiel nochmal zeigen. Thank you.
mal an. Dieses krass grüne Moos. Es sieht übelst geil aus, oder? Weil das so knallig grün ist. Ich find's richtig schön. Es gibt einfach nichts Schöneres, als draußen in der Natur zu sein. Es ist auch einfach heute das perfekte Wetter. Die Sonne scheint ein bisschen. Es ist zwar relativ frisch, aber dadurch schwitzt man halt auch nicht so. So klar die Luft irgendwie, also so kühl und sauber. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt. Guckt euch das an, die Sonne. Der Wanderweg geht hier auf jeden Fall die ganze Zeit am Wasser lang. Was übel schön ist, weil man die ganze Zeit dieses Plätschern vom See hört. Vom Fluss. Vom Bach. Die Brücke ist übelst rutschig. Wäre jetzt auch ein bisschen lustig gewesen, wenn ich mich jetzt auf die Fresse gelegt hätte. Tja. Tun wir verbotene Sachen? Also wir haben ein Problem. Das hier ist gesperrt und das wäre der normale Weg gegangen. Angeblich sind wir von hier gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt einen Schwenker laufen und hier lang und dann da runter und dann mal schauen, wo wir landen. Ob wir beim Brocken landen oder nicht. Tschüss, Weg. Wir haben für einen kurzen Moment schon überlegt, ob wir da trotzdem langlaufen. Aber wir sind artig und machen das nicht. So, und schon mal eine Sache, die wir hier festgestellt haben. Nimm eine Karte mit, weil Internet ist hier nicht. Und wir haben gerade zwei andere Wanderer getroffen. Nette Damen. Zwei sehr nette Damen getroffen, die eine Karte dabei hatten. Und jetzt wissen wir, wo wir lang müssen. Wahrscheinlich. Also ein großer Umweg ist es nicht. Außerdem, bei dieser schönen Landschaft ist es ja eh egal, wa? Ich hänge mit zu viel Berlinern ab, wa? Und Freunde, wisst ihr, was ich hier gerade sehe? Der erste Schnee! Das sind gute Aussichten, dass ich dann heute Schnee entdecke. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und der Boden ist auch schon ein bisschen rutschig. Also fühlt sich ein bisschen gefroren an. Wenn man geht, dann rutscht man immer mit den Vorderfüßen so ein bisschen flutsch weg. Ja, also wir haben jetzt hier eine Diskussion, weil ich nicht raffe. Also ich kann halt keine Karten lesen. So. Also wir sind ja von hier, konnten wir nicht weiterlaufen an 9E. So, aber woher weißt du jetzt, dass wir da waren? Na, weil ich wenn die Karte auf der Karte geguckt habe und mir die Orientierungspunkte gesucht habe und wir den Weg lang gelaufen. Ja, aber wir laufen doch den rechteckigen Weg und nicht den quadratischen Weg. Ich glaube, das muss ich noch üben. Weil normalerweise lade ich mir einfach die Komoot-App runter und mache das ein Offline-Lobby an. Also ich würde das schon gerne irgendwann mal lernen. Nachher kannst du dich halt nicht auf die elektrischen Geräte verlassen und dann musst du halt nach Karte lesen. Also macht es halt schon Sinn, dass man das kann. Allerdings musste man das ja nie. Man hat ja immer Navi. Ich bin mit Navi aufgewachsen. Ich musste nie Karte lesen. Ja, und in solchen Situationen finde ich es schade, dass ich es nicht kann. Aber deswegen werde ich das ja lernen. Ich glaube, ihr seid halt auch alle so outdoor begeistert und ich glaube, ihr könnt das gut nachvollziehen, wie man sich fühlt. Ich finde, das erdet einen halt. Also es bringt einen halt total runter und es entspannt mich einfach zu 100%. Ich liebe das. Und dazu müssen es auch nicht immer die actionreichsten Touren sein. Es ist einfach, wenn ich mir das hier angucke, macht mich das einfach glücklich. Es macht mich einfach richtig, richtig glücklich. Guck mal, hier kommt immer mehr Schnee. Und das ist alles abgeholzt oder abgebrochen. Man weiß es nicht, aber es ist trotzdem schade. Freunde, mir ist warm. Und deswegen
ziehe ich jetzt meine Jacke aus. Und was? Die Jacke ziehst du doch jetzt wieder an. Ziehst du jetzt die andere aus, weil das jetzt ein Windbreaker ist. Stimmt, gute Idee. Ich ziehe die Jacke aus. Oh. Mir ist schon echt warm. Das ist richtig, also, ja, spannend. Spannend. Ich finde doch witzig, wie du deine Mütze trägst. Das meine Tiger-Schild ist erstmal voll an der Seite. So, und jetzt habe ich gelernt, wie man so eine Jacke zusammenfaltet. Das wollte ich eigentlich mit der Regenjacke zeigen, aber man macht sie zu. Dann legt man das so zusammen und dann macht man alles in die Kapuze rein. Und dann hat man so ein Paket. Ist cool, oder? Also ich find's geil. So, und jetzt habe ich nur keinen Platz in meinem Rucksack. Meiner ist auch voll. Und jetzt? Musst du in der Hand tragen. Dann muss ich quetschen. Das macht wieder aus, ja? Ja. Mach's doch nochmal. Weil wir jetzt dabei sind, ja, möchte Sabrina noch was trinken. Ich habe mich gerade beschwert, dass Gordon auf jeden Fall kein Kameramann in seinem Leben wird. Weil ich gesagt habe, im Zweifel filmt man halt alles. Und schneidet es dann halt raus. Also Prost, Freunde. Also ich weiß nicht, ob wir heute oben noch ankommen, aber ich gebe mir Mühe. So, Freunde, und jetzt haben wir so lange gestanden, jetzt ist mir wieder kalt. Aber ich denke, mir wird gleich warm, wenn wir wieder laufen. Genau. Ansonsten können wir das nochmal filmen, wie ich mich wieder anziehe. Das ist Content, Freunde. Das wollt ihr sehen, oder? Guck mal, da seht ihr den blauen Himmel. Nein, aber wenn du mal, um auf diese Rucksackpause zurückzukommen, ja? Gibt ja diese Schildkröte. Wenn du jetzt eine Pause machst, dann willst du dich halt nicht hinsetzen, weil kannst du nicht hinsetzen. Das ist einfach den, du kannst dich jetzt abschützen und der Rucksack geht von der Schulter halt weg. Und somit entspannst du die Schulter halt ein bisschen. Ja, das ist. Weil der ja dann nach vorne rutscht und so hast du dann hier nicht mal das Gewicht halt drauf. Ja, das ist tatsächlich. Ja, das ist geil. Das ist echt bequem. Also gut, mein Rucksack ist halt auch ein Fliegengewicht gerade. Der ist gerade ein bisschen schwerer. Also wenn man sich halt immer wieder hinsetzt und den Rucksack abschmeißt oder so, ist es manchmal ja besser stehen zu bleiben und halt im Stehen eine Pause zu machen. Ja, ist eine geile Sache. Sind das so Tricks, die man bei der Bundeswehr hat? In gewissen Phasen, ja. Da lernt man halt viel dazu. Da lernt man auch dazu, dass manchmal die Bäume irgendwelche Menschen sind, die einen beobachten. Ja, das ist dann. Das ist eine andere Sache, darüber brauchen wir nicht sprechen. Mit 35 Kilo schon 50 Kilometer gelaufen ist, kaum was zu essen hat. Ja, da werden die Bäume als Menschen. Der, was raucht ihr denn dabei, Bundeswehr? Ja. So ein paar Pilze vom Boden oder so aus dem Wald. Ja. Die kann man nehmen, die kann man essen. Guckt euch mal dieses kleine Häuschen an. Das ist bestimmt eine kleine Sauna. Da werden wir jetzt ein kleines Päuschen machen. Ich habe nämlich mega Hunger. Ich möchte unbedingt was essen. Deswegen werden wir am scharfen Stein eine kleine Pause machen. Seht ihr dort den scharfen Stein? Ich glaube, mit hinsetzen ist nicht so eine gute Idee. So, Freunde, und weil ich Profi bin, als erstes den Wärmeerhalt sicherstellen. Das heißt, ich ziehe jetzt meine Jacke wieder an. So, und ich habe das Essen, ne? Du hast das Essen, ja. Wollen wir jetzt einen Tee trinken? Ja, wir machen uns jetzt einen Tee. Okay, wir haben jetzt 7 Kilometer. Das ging noch gar nicht so steil hoch, ne? Nö. Ups, ein bisschen zerquetscht. Die Brötchen. Komm, ich habe gar nicht kontrolliert, ob ich diesmal eine Gaskartusche dabei habe. Was sind die Wände? Guckt euch mal diese intelligente Lösung an. Ein Löffel, dann Panzertape und ein Feuerzeug. Ist eigentlich schon schlau. Hallo?
dann trinken wir Kräutertee. Dann können wir den komplett da drin ziehen lassen. Schon. War so ein geiler Tee, das tut jetzt schon gut, weil es ist hier oben, ist es schon kalt. Ach, trinkst du jetzt aus der Pfanne? Ich glaube, das reicht gleich schon. Oh, heiß. Ich glaube, das reicht. Ach, das fackelt hier. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was hier so verbrannt riecht. Die Schildchen vom Tee sind angefackelt. Die glühen vor sich. Ich merke aber, dass mir schon ein bisschen kalt wird. Das ist eine richtige Kackstellung hier. Sieht irgendwie komisch aus, dass du aus einer Pfanne trinkst. Ja. Kühlt wenigstens schnell ab. Ist gut? Ist kalt. Ernsthaft? Ja. Ist der jetzt echt kalt? Ja. Schon abgekühlt oder was? Naja, so viel zum Tee. Kann ich den noch aus der Pfanne trinken? Soll ich nochmal anmachen? Aber trotzdem schmeckt er. Hauptsache, ich schleppe mir 20 Kilo extra Gewicht mit, damit man warm Tee trinken könnte und dann ist es doch nur ein kalter Tee. Ich würde schon gerne. Darf ich das dann auslecken? Also ich meine das ernst. Ja, darfst du machen. Geil. Prost. Es wärmt schon von innen. Es tut gut. Ist gerade auch die perfekte Temperatur. Trinkbar, aber nicht so heiß, dass ich mir die Zunge verbrenne. Und wie die Wärme so richtig die Halsröhre runterläuft. Das ist übrigens der Blick, den ich gerade habe. Schön, oder? So, fertig mit Pause, Sonne scheint und deswegen geht's jetzt weiter. So, wo müssen wir lang? Schauen wir mal am Schild, ich würde sagen links. Guck mal, Winter Wonderland, oder? Nice. Man merkt jetzt zum Ende hin schon so ein paar Höhenmeter. Und ich bin jetzt schon auch ein bisschen außer Puste. Es geht nämlich ganz schön bergauf. Aber, ey, ist einfach zu schön. Einfach schön. Ihr seht es nicht, aber es geht gerade richtig steil hoch. Ich kann nicht mehr, ich bin richtig außer Puste. Ich habe mir mal überlegt, eine Alpenüberquerung zu machen. Wenn ich mir vorstelle, dass das da die ganze Zeit so geht, muss man sich schon auch ein bisschen drauf vorbereiten, würde ich mal sagen. Oh mein Gott. Das erste Mal Schnee in diesem Jahr. Auch wenn man merkt, desto höher man kommt, desto kälter wird es. Ich schwitze trotzdem gerade. Aber ich will mir jetzt gerade nichts ausziehen. Passt schon. Sieht geil aus, oder? Was wir hier gerade entdeckt haben. Gute Nacht, Freunde. Ist schon gemütlich hier, muss ich sagen. Könnte man halt echt schlafen, ne? Wenn man so einen Winter-Overnighter macht, legt man sich hier hin. Oder für den Harzer Hexenstieg, könnte man auch machen. Also, 1,5 Kilometer noch, 200 Höhenmeter. Kein Plan, wie ich das hinkriegen soll, wenn ich denke, da oben
geht schon wieder richtig steil hoch. Aber die Motivation ist da. Die Motivation ist nämlich ein schöner, warmer Kaiserschmarrn. In der Hoffnung, dass es das trotz Corona gibt. Wisst ihr, wenn ihr in anstrengenden Situationen seid, ne? Ihr müsst nur wissen, warum. Ihr müsst wissen, warum ihr das Ganze tut. Und ich tue es, weil ich Kaiserschmarrn möchte. Ziel ist in Sicht hinter dieser Nebelwand, aber es ist in Sicht. Wir haben es geschafft. Wir haben es noch nicht geschafft? Was? Ich dachte, wir haben es geschafft. Nee, das ist noch nicht. Also hier das Stückchen hoch, dann sind wir da. Hat da jemand einen Penis als Schmetterling hingemalt? Ich zeig's euch. Wo müssen wir hin? Hier ist der Punkt. Und hier sind wir gerade rot markiert. Okay. Aber es doch noch nicht geschafft. Also das finde ich schon schick, muss ich sagen. Na dann, weiter geht's. Auf. Das ist der besagte Stein, der Brocken. Freunde, da ist es. So, Fotosession ist erledigt. Da sind sowieso so viele Menschen. Da kommt man gar nicht dazu. Deswegen tun wir jetzt das Beste, nämlich gehen wir jetzt essen. Yes. Kaiserschmarrn gibt es leider nicht. Dafür gibt es Hefekloß mit Pflaumenkompott. Ja, fast brause ein bisschen. Ist es mit Alkohol? Nee. So, gab jetzt noch eine Portion Pommes. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg, oder? Jo, wir müssen. Wir müssen, wie spät ist es? 3 Uhr. Also es ist 15 Uhr und wir werden mindestens 2 Stunden noch zurückgehen und dann wird es halt auch schon dunkel. Oder eigentlich um 17 Uhr ist es dann halt schon dunkel. Das bedeutet, wir werden ein bisschen in der Finsternis gehen. Aber wir sind ja gute Wanderer, sind also vorbereitet und haben somit eine Stirnlampe mit. Ja, du bist vorbereitet, ich nicht. Ja, ich bin einer. Ich habe keine mitgenommen. Ach, Leute, wir sind zurück. Wir sind jetzt ungefähr 25 Kilometer gelaufen und haben ungefähr 800 Höhenmeter hinter uns. Meine Beine tun schon ein bisschen weh, aber wie ihr seht, es ist dunkel. Also wir sind quasi das letzte Stück jetzt im Dunkeln gelaufen. Ist sehr gemütlich. Auf jeden Fall verabschiede ich mich jetzt. Wünsche euch einen entspannten Sonntag, Samstag, Nachmittag, Vormittag, Montag, was auch immer gerade bei euch ist. Und damit verabschiede ich mich. Küsschen aufs Nüsschen. Bye, bye.